Ursprünglich war es ein kleiner Besenreiser, der aussah wie ein blauer Fleck. Jetzt hat Kerstin eine Riesennarbe am rechten Bein und ihr wurde der Tag versaut, der eigentlich der schönste im Leben einer Frau sein sollte. Eigentlich habe ich es ja für die Hochzeit gemacht und wir haben mit Freunden im Ausland gefeiert und deswegen habe ich gedacht, naja, ich bin im Urlaub, ich würde mir das gerne wegmachen lassen. Und jetzt bin ich quasi richtig entstellt, bereue das total und eigentlich konnte man es gar nicht richtig kaschieren. Und das hat mich sehr runtergezogen. Im Internet findet Kerstin vor ein paar Monaten ein Angebot bei Groupon. 34 statt 99 Euro für eine Laserbehandlung bei einer Kosmetikerin gegen die Besenreiser. Also die hat diesen Laser angesetzt und es hat direkt wehgetan. Es kam mir vor wie Stromschläge und das dauerhaft. Und ich habe auch währenddessen gesagt, ist aber echt unangenehm. Und die nächsten Tage habe ich Blasen bekommen und es war schon wirklich schmerzhaft, weil ich eine sehr gefüllte Blase hatte, mehrere Blasen am Bein, so dass ich dann auch im normalen Alltag, im Beruf beeinträchtigt war. Kerstin sagt, über Risiken wie Verbrennungen oder Pigmentstörungen wurde sie nicht aufgeklärt. Um sicherzustellen, dass es sich um oberflächliche Besenreiser handelt, sollte vorab ein Venenmessgerät wie dieses hier zum Einsatz kommen. Das Wichtigste ist halt wirklich, auch wenn es für den Patienten nur reine Ästhetik ist, dass man immer schaut, hängt noch was anderes dran. Warum zeigt der Körper uns diese Besenreiser? Möchte er uns noch was anderes damit sagen? Es können in der Tiefe auch andere Venen betroffen sein. Unsere Hautärztin sieht sofort, der Laser hätte bei Kerstin gar nicht erst verwendet werden dürfen, denn unter den oberflächlichen Besenreisern liegen bei ihr Krampfadern. Man hätte sich mit ihr hinsetzen müssen, hätte sagen müssen, okay, Sie haben da Besenreiser, das ist zwar eins Ihrer Probleme, ein zweites ist aber, Sie haben da eine Krampfader. Die kann man schon mal gar nicht so oberflächlich behandeln, da muss man eine andere Therapie vornehmen. Nämlich in Form einer Spritze, die die Ader verödet. Doch wer haftet jetzt für das fatale Online-Schnäppchen? Groupon schreibt ganz klar in seinen AGBs: Groupon übernimmt keine Gewähr für die vom Kunden beim Partner erworbenen Produkte oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen. Wir treffen uns mit einem Anwalt. Er sieht die Schuld ganz klar bei der Kosmetikerin. Denn billig oder nicht, sie hätte Kerstin ein Schreiben geben müssen, welches sie über die Risiken aufklärt. Und erst wenn Kerstin das unterschreibt, hätte die Behandlung stattfinden dürfen. Die Chancen, dass da etwas an Schmerzensgeld, an Schadensersatz rauskommt, die sind sehr hoch, denn das ist eine Behandlung, eine Heilbehandlung, die juristisch gesehen jedenfalls als Körperverletzung gilt, wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Und dann habe ich eben, wenn das nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, auch einen entsprechenden Anspruch. Heute Morgen versuchen wir vergeblich, die Kosmetikerin telefonisch mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Obwohl sie laut Internet ab 9 Uhr geöffnet hat, geht niemand ans Telefon. Kerstin ist jetzt in der Beweispflicht, muss nachweisen, dass ihr Bein durch die scheinbar falsche Laserbehandlung der Kosmetikerin entstellt worden ist. Dafür muss sie jetzt einen teuren Gutachter bezahlen. Erst dann kann sie vor Gericht bis zu 4.000 Euro Schmerzensgeld fordern. Ihre Narben werden davon allerdings nicht verschwinden.